liegt der Laptop, weil heute Donnerstag ist und wir das Video gleich mal eben schnell bei Oma und Opa hochladen müssen. Die haben nämlich Glasfaser-Internet, wir nicht. Ja, wir haben seit ein paar Tagen wieder nicht gefilmt. Tino und ich waren aber nur Fräsen. Und wenn wir dann mit Fräsen fertig waren, dann haben wir die Bude bei Oma und Opa umgebaut. Neues Bad, vielleicht auch schon gezeigt für Oma, ne, dass sie in die Dusche reinkommt und so. Und wir haben jetzt gestern die Küche noch auf links gedreht und haben die gestrichen. Vielen lieben Dank nochmal an Henning und Andrea, die uns da eben unterstützen und uns helfen. Wohlgemerkt auch alles in ihrer Freizeit. So, der Dicke ist dann jetzt nach einer Woche endlich mal wieder angekommen. Er ist sogar angesprungen. Ja, Queenie hat gestern, die haben wir 3 Stunden alleine gelassen, die Hunde. Normalerweise bleiben die nie so lange alleine, aber als wir dann die Küche und alles gepinselt haben und so, und wir wollten nicht, dass die dann zwischen der Farbe rumspringen. Und da haben wir die 3 Stunden alleine gelassen. Normalerweise funktioniert so 1 bis 2 maximal, funktioniert ganz gut. Aber 3 Stunden war ihr dann doch zu blöde. Da hat sie sich gedacht, so, was kann ich denn hier eben ausfressen? Da hat sie sich eine Packung Lebkuchen geschnappt, 400 Gramm, und hat sich die mal einverleibt. Ne? Da war natürlich gestern Abend bei uns erstmal Panik, weil das ist natürlich nicht so unbedingt gesund für einen Hund, wenn er 400 Gramm Lebkuchen frisst. Woher wissen wir, dass das Queenie war? Erstmal war ihr schlecht und sie hatte den Durchfall, und zweitens ist Tyson da, das klingt jetzt ganz gemein, aber tatsächlich zu blöd zu. Ne? Also Tyson holt sich nichts irgendwo runter, die Lebkuchen lagen ja auf dem Tisch. Tyson klettert nicht auf Sofa oder klettert auch nicht auf den Tisch oder so wegen seiner Hüfte. Ihr wisst, er klettert nicht mal ins Auto rein. Also Tyson kann es nicht gewesen sein. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass er ihr beim Fressen geholfen hat. Weil erstmal ging es ihm besser oder ihm ging es gut. Also Queenie ging es halt schlechter. Zweitens lässt Queenie Tyson nie an sein Fressen ran. Ne? Also das merken wir auch, wenn die im Haus essen beide oder so. Tyson würde sich nie trauen, an den Napf von Queenie ranzugehen. Queenie ist einfach ziemlich dominant, wie das eben oft so ist, dass die Frauen so eher so ein bisschen das Sagen haben und die Männer sich da unterordnen, vielleicht auch ein bisschen, um ihre Ruhe zu haben, ich weiß es nicht. Aber man will eben keinen Streit, und wenn die Frau das nicht möchte, dass man sich an ihrem Napf bedient, dann lässt man da auch besser die Finger von. Ne? Also nee, also Tyson ist da einfach ein Schaf, ne? Der ist einfach... Der hat sich Queenie untergeordnet, weil er eben auch ja erst ein Jahr später gekommen ist und Queenie schon immer so ein bisschen die Prinzessin war, sage ich mal. Und ich weiß, dass da irgendwo ein weißer Transporter kam. Ich kann den aber nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass der irgendwo anders hingefahren ist. Weil ich ja hier immer rückwärts raus muss, weil wir ja nur einen Torantrieb haben. Gut, das ist kein weißer Transporter, das Auto stand da aber gestern schon. Nee, also wie gesagt, da war hier natürlich High Life in Dosen. Und das war dann weniger witzig heute Nacht. Da haben wir uns ein bisschen Gedanken um die Püppis gemacht. Komm vor, ne? So, heute eine kleine Tanne fällen. Opa kommt auch mit. Die Hunde haben jetzt gerade gegessen. Das heißt, wir können die auch wieder kurz alleine lassen. Die waren draußen, haben alles erledigt und haben dann eben drinnen haben gegessen. Jetzt fahren die eben zu Opa und dann bleiben die bei Opa eben so ein Stündchen ungefähr, werde ich für die Tanne brauchen. Das ist ja auch direkt um der Ecke, ist in Callinghorst, also ein Kilometer von zu Hause weg. Oder 2 ungefähr von zu Hause weg. Ist also direkt um der Ecke. Tina, sollte es länger als eine Stunde dauern, könnte Tina zwischendurch also auch noch eben einmal nach Hause fahren. Und wenn wir dann mit der Tanne fertig sind, dann fahren wir zu Opa, dann kümmere ich mich drum, dass ich meine Sägen fürs Wochenende fit kriege, weil Hauke kommt, und dann arbeiten wir ein bisschen was für den Bauverein weg. Und wir kümmern uns drum, dass wir die Kunststoffplatten für die Dusche und alles, die sollen heute kommen, dass wir die dann im Badezimmer installieren und dass das Badezimmer fertig wird. Weil heute ist Donnerstag und Oma kommt Montag nach Hause, so wie es aussieht, wenn alles glatt läuft. Und dann muss die Bude ja auch fertig sein, weil im Moment duscht Opa in der Badewanne, weil er ja keine Dusche hat, schon seit ein paar Tagen.
dass er, glaube ich, nur noch eine Stunde im Krankenhaus sein darf, haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Das ist also nicht so wichtig. Einmal am Tag eine Stunde. Aber wie gesagt, mit Glück kommt es Montag raus. Und ja, bis dahin müssen wir die Bude fertig haben. Ne? Wie gesagt, Küche und alles gestern Abend noch bis spät in die Nacht gepinselt. Zwischendurch müssen wir eben auch noch Pakete verschicken. Es sind jetzt alle Kalender soweit verpackt. Ich weiß, einige warten schon länger, aber wie gesagt, es war von der Post ein großer, oder es ist der Post ein großer Fehler unterlaufen. Die haben uns halt fast 60 Kalender wieder zurückgeschickt. Da musste erstmal geklärt werden, wie das jetzt alles läuft. Wir haben das, glaube ich, auch in dem Video gezeigt. Wir mussten die alle neu frankieren. Und wir hoffen jetzt, dass wir das Geld von der Post wiederkriegen, weil der Fehler eindeutig bei der Post liegt. Die Kalender werden in dem Format ja schon seit Jahren verschickt. Ne? Also seit 3 Jahren geht das gut und dieses Jahr sitzt da irgendwie ein anderer an der Sortiermaschine und dem fällt plötzlich ein so, nee, also das Format, also das schicken wir mal erstmal zurück. Und wie gesagt, das war der Frau am Telefon höchst peinlich, aber das hat wahrscheinlich für den, der da gesessen hat, überhaupt keine Konsequenzen. Das kommt eben davon, wenn man am Personal spart, ne? Und da, wie gesagt, nur noch irgendwelche Hirnis sitzen hat und nicht mehr so wie früher ausgebildete Leute von der eigenen Firma. Ne? Hat scheinbar bei der Post auch keiner mehr Bock. Also das soll jetzt keine Pauschalunterstellung sein, ne? Also wir haben hier einen Top-Briefträger und das ist auch ein Kunde von uns und wir kennen wir auch. Und unser Paketdienst bringt alle Pakete, die an Hustede adressiert sind, komischerweise trotzdem in den Patersweg, weil sie wissen, dass da jemand zu Hause ist, dass sie es da hinterlegen können und so, ne? Merkwürdig, ne? Die anderen Paketdienste machen das nicht. Die schmeißen das dann zum Nachbarn, zu Franzi oder bringen das irgendwo hin. Aber unser Stammpostbote, der bringt es immer in den Patersweg. Und weil der weiß das und so. Und so gehört sich das auch auf dem Dorf, finde ich. So muss das. Man muss sich doch untereinander kennen. Man muss doch untereinander aufeinander Acht geben und so. Ich kapiere das immer nicht, wie das sein kann, sag ich mal, in so einer Großstadt, dass da einer 3 Jahre tot in seiner Wohnung liegt und kein Schwein weiß was und kein Schwein vermisst den. Also sowas wird es ja auf dem Land definitiv nicht geben. So, Hacke ankuppeln, genug gelabert. Ich sehe jetzt zu, dass ich... der Hacker ist auch immer noch kaputt, genau. Der gute Mann von PeerTech kommt heute Nachmittag nochmal. Also jetzt auf dieser Baustelle muss der Hacker irgendwie... Ist hier alles kaputt, habe ich das Gefühl. So, jetzt. Also heute muss der Hacker nochmal mit meinem berühmten Teekesseltuch da oben drum zulaufen, damit er nichts raussifft. Und dann hoffen wir heute Nachmittag, dass wir endlich den Fehler in den Griff kriegen. Sonst, habe ich langsam auch keine Ahnung mehr, was ich machen soll, außer mir einen anderen Hacker kaufen, weil es ist zum Mäusemelken. Und das Ding hat, wie gesagt, 260 Stunden runter. Ne? Das kann eigentlich nicht. Mein Jensen hatte über 1000 Stunden gelaufen, 1100 irgendwas, ohne jemals Schraubenzieher am Motor, an der Pumpe oder irgendwo gehabt zu haben. Also jetzt außer Ölwechsel und so diese normalen Sachen oder Messer wechseln. Und wie gesagt, einmal haben die Jungs eine Eisenstange da reingeschoben, da war ein Lager kaputt. Das ist dann aber völlig normal, ne? Wenn man da so ein Moniereisen reinschiebt. Da hat es das Lager zerrissen. Das habe ich dann ausgetauscht und habe dem Käufer auch direkt ein zweites Lager auf Ersatz mitgegeben. Aber sonst ist, wie gesagt, mit dem Hacker in über 1000 Stunden nie etwas gewesen, was schon sehr merkwürdig ist. Also darum kann ich, auf Jensen kann ich im Dauertest, der 425er quasi, kann ich im Dauertest sagen, ist ein Top-Hacker, hat uns jahrelang gute Dienste geleistet, ist nie was mit gewesen. Goodie. So. Alles klar, Tina kuppelt den Twin-Trailer an, weil wir müssen... Ach, darf ich ja... Tina kuppelt den Trailer ohne Namen oder dessen Name nicht mehr genannt werden soll an. Frische HU hat er, also frische Hauptuntersuchung hat er. Dominik holt ihn nächste Woche ab. Und dann werden wir mal gucken, wann wir unseren anderen kriegen. Der soll ein paar Neuerungen haben, unter anderem soll der eine Notpumpe jetzt haben. Und der hat auch Abdeckung vor den Rücklichtern und so. Warum der Abdeckung vor den Rücklichtern hat, ist mir ein Rätsel. Weil... das verdeckt nur unnötig die Rücklichter, finde ich, dass man die schlechter sieht, mit diesen Stangen davor. Und uns sind die Rücklichter auch noch nie kaputt gegangen. Ne? Also das ist der vierte Twin-Trailer. Und wir fahren die Dinger auch ja seit 4 Jahren.
Und uns ist noch nie ein Rücklicht kaputt gegangen. Egal, ob wir Bauschutt abgekippt haben, ob wir Sand abgekippt haben, ob wir Brechsand abgekippt haben, ob wir Hagschnitzel abgekippt haben, ob wir Holz abgekippt haben in Stämmen, ob wir Holz abgekippt haben in Scheiten. Uns ist noch nie ein Rücklicht kaputt gegangen. Also ich weiß gar nicht, warum da jetzt ein Gitter vorkommt und man die Rücklichter dadurch schlechter sieht. Die Handpumpe, ja, macht vielleicht Sinn, aber ja, wenn man weiß, dass man 10-mal gekippt hat, dann lädt man den einfach, ne? Oder man merkt ja auch, wenn er langsamer wird. Aber gut, so eine Handpumpe macht vielleicht Sinn. Was auf jeden Fall Sinn macht, was neu drin ist, ist eben die Stromanzeige, ne? Die macht auf jeden Fall irgendwo Sinn. Ja, und ich glaube, das war es auch schon fast an Neuerungen. Aber das sehen wir ja, wenn wir den da haben, ne? Wenn er dann kommt, soll jetzt zum Händler irgendwie kommen. Also zum Importeur soll er jetzt diese Woche kommen. Und dann macht der Importeur mit meinem Händler, mit dem Luke, einen Termin aus, wann er den an Luke übergibt. Und dann können wir den vom Luke abholen und dann lasse ich mir auch gleich Radkästen vom lieben Luke für meine, ne, damit hier der Siff nicht immer so oben auf die Kisten fliegt, ne, man sieht das hier. Das baut mir dann der Nils, das ist ja der, Schlosser vom lieben Luke. Na, also Luke, wie gesagt, top Mann, wenn ihr einen Twin-Trailer braucht, da ruhig bestellen. Ich roll da mal los. Also wie gesagt, ne, der Anhänger, mal abgesehen von den Unterflurkästen, die immer nass sind, wir waren ja jetzt noch wieder bei der Hauptuntersuchung mit dem Anhänger und da hat unser Ingenieur hat sich auch den Rahmen ganz genau angeguckt und hat gesagt, naja, bei den Lasten, die ihr damit fahrt und weil der immer kippen muss und so und dass der Stempel ja nur an einem Punkt auf dem Rahmen gehalten hat und so sagt, dann lass mich den mal auf Haarrisse kontrollieren, nicht, dass ihr da irgendwie nochmal Ärger mitkriegt oder so. Da hat er den noch auf hier Grube gehabt und alles, hat den noch komplett von unten auf Haarrisse kontrolliert und so, ne? Da ist tatsächlich nichts mit, ne? Und wenn ihr seht, was wir mit dem Ding machen und so und dass der ja immer voll beladen ist, jetzt auch wieder mit der Fräse drauf und so, dann ist der schon sehr stabil gebaut, ne? Also ist schon ein echt guter Anhänger, da will ich gar nicht abstreiten und da stehe ich auch immer noch zu, ne? Also ich stehe immer noch zu, das ist ein Top-Anhänger, ist es wirklich. Gerade als Dreiachser, dass man nicht so auf die Beladung achten muss. Es ist ein Top-Anhänger. Es ist nur komisch geworden, die Zusammenarbeit mit dem Importeur in den letzten Jahren. Ne? Also die haben jetzt so einen Höhenflug gekriegt hier. Wir verkaufen die Dinger ja auch wie geschnitten Brot. Die haben ihr Händlernetz aufgebaut. Und es ist so ein bisschen wie bei, man sagt so, ne, jede Revolution frisst ihre Kinder. Und so ist es nämlich auch so ein bisschen. Und so fühle ich mich eben auch so ein bisschen. Ne? So, das möchte ich da einfach mal loswerden. Ne? Ich fühle mich so ein bisschen, wie gesagt, wenn man sich überlegt, was wir für ein Werbeträger sind und am Anfang alles so total begeistert und so und ja und film mal dies und komm mal hier auf die Messe und dann zeig mal die Neuerungen von dem Trailer und so und ja, muss ich mir, ne, also dann, ja, ist auch egal. Also, wie gesagt, der Anhänger ist top, es ist trotzdem der letzte, den wir kriegen. Der Luke Wheel-Dreier ist ein super Mensch, ist super lieb, hat eine super Werkstatt, auch da stehe ich immer noch zu, da lasse ich nichts drauf kommen. Aber Twin Trailer selbst, also ich weiß nicht, wie gesagt, ob es am Werk liegt oder am Importeur, aber das steht auf einem anderen Blatt und da will ich euch auch nicht mit belasten. Wenn ihr einen guten Anhänger sucht, könnt ihr das Ding echt kaufen, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Ist immer noch so und stehe ich auch zu. Aber wie gesagt, wir kriegen jetzt noch einmal den mit den geteilten Schotten. Und es ist mir eigentlich auch egal, was der für Neuerungen hat, weil wenn der keine Neuerungen hätte, hätte ich ihn trotzdem gekauft, weil so wie er da steht, haben wir ihn ja schon ewig im Einsatz und haben da auch noch nie Probleme mit gehabt. Wie gesagt, ich habe noch nie die Handpumpe vermisst. Ich brauche keine Abdeckung über den Rücklichtern. Ich brauche auch keine LED-Rücklichter, fällt mir gerade ein, weil er hat jetzt LED-Rücklichter. Die funktionieren am Vario nicht, das kenne ich vom Hacker. Das heißt, ich kann den Anhänger, seitdem der LED-Rücklichter hat, sprich der neue mit LED-Rücklichtern, kann ich nicht mehr hinter den Vario hängen. Ihr kennt das Problem vom Hacker, ne? Dass dann die, weil ich so einen Widerstand davor brauche, dass dann die ganze Anlage verrückt spielt. Ne? Also das ist zum Beispiel, das finde ich, ist keine Verbesserung, das ist für mich als Vario-Fahrer ist das eine Verschlimmerung. Und ich brauche keine LED-Rücklichter. Hier mussten wir noch nie eine Birne tauschen, noch nie. Ne? Und wie gesagt, diese Abdeckung vor den Rücklichtern brauche ich auch nicht. Das haben ja ganz viele auch mir immer in den Kommentaren geschrieben, so bla bla bla, wäre viel toller, wenn der Abdeckung hätte, bla bla bla. Da werden sie wahrscheinlich dann Twin-Trailer auch so lange mit genervt haben, bis der Abdeckung gekriegt hat. Wenn sie selber mal 4 Jahre lang einen Twin-Trailer benutzt hätten, dann wüssten sie, dass man keine Abdeckung davor braucht. Aber egal. Oder es hängt natürlich auch davon ab, was für schusselige Mitarbeiter sie haben.
ob die denen ständig die Rücklichter kaputt fahren. Was eigentlich nicht geht, weil der Anhänger ein gutes Stück über die Rücklichter drüber steht. Also eigentlich kommt man da nicht dran. Eigentlich. Ne? Wie gesagt, bei uns haben sie ja auch 4 Jahre gehalten. So, ja, ist, wie gesagt, komm, scheißegal. Ich will jetzt einen Baum fällen, ich habe Bock drauf. Ja, wir müssen auch endlich mal vorankommen, hier endlich mal Geld verdienen. Weil, wie gesagt, dieser Winter ist beschissen genug. Ich habe sowas von die Schnauze voll, ne? Vielleicht merkt man das auch langsam an meiner Stimmung. Ich kann mich über alles echt nur noch aufregen. Dabei wollte mein neues Ich sich nicht mehr aufregen. Aber es ist alles eigentlich nur noch für den Arsch, ne? Ich fühle mich so ein bisschen wie Don Quixote, ne? Du kämpfst gegen Windmühlen, ne? Es ist echt zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen, wirklich. Also, und der richtige Rattenschwanz, der wird nächstes Jahr oder übernächstes Jahr erst kommen. Dann werden wir erst merken, was hier alles vor die Hunde gegangen ist. Das Insolvenzrecht ist ja noch bis zum 01.01.2021 ausgehebelt. Und wir wollen mal gucken, ne? Der Bund der deutschen Steuerzahler geht davon aus, dass jeder 5. Betrieb pleite gehen wird und jeder 3. Betrieb von der Pleite bedroht ist. Außerdem muss das ganze Geld, was unsere Regierung mit vollen Händen jetzt rausgeworfen hat, ja auch irgendwann mal wieder zurückgezahlt werden. Ne? Es ist ja ganz einfach, Schulden zu machen mit dem Geld anderer Leute. Aber irgendeiner muss es ja auch irgendwann wieder zurückzahlen. Ne? Und das werden unsere Enkel und Enkelenkel und Kindeskinder und was weiß ich wer sein. Also ich zum Glück nicht mehr. Ich habe nicht mehr so die hohe Lebenserwartung, aber irgendeiner wird es zurückzahlen müssen. Ja, entgegen der Fahrtrichtung und muss auf der Beifahrerseite raus, wie immer, ne? Weil wir den Kran ja auf der Fahrerseite brauchen. Also wir bräuchten ihn eigentlich auf der Beifahrerseite, aber er ist ja auf der Fahrerseite. Deswegen stehe ich wieder entgegen der Fahrtrichtung und muss auf der Beifahrerseite raus. Weil auf der Fahrerseite, damit ich die volle Reichweite habe, bin ich so dicht wie möglich an den Zaun gefahren. Und dann geht da natürlich die Tür nicht mehr auf. Und wir haben natürlich auch... Es ist egal. Ich will nicht mehr diskutieren. So. Hier müssen wir vorsichtig sein, das ist lose aufgeschichtet, ne? Ja, also, dass ihr da nicht dran hängen bleibt. Ich muss ja eh abdingsen, ja, aber ja. Ich muss nicht wieder dran montieren. Wir nehmen die Wäschespänne und die Lampen eben raus. Und vielleicht regen wir die Spitze. Was hältst du davon? Ja, ne? Gut. Dann mache ich das Ding nämlich nackig. Ja, das ist schon so ein bisschen Patente-Eigenbau, wenn die Flossen kommen. Können wir die so vorsichtig zur Seite legen? Okay. Gut. Aber auf jeden Fall, die Lämpchen müssen wir einmal wegnehmen. Und ich versuche, wie gesagt, die Äste entweder anknicken zu lassen, dass die gerade runterkommen, oder ich versuche die sogar festzuhalten. Machen, genau, irgendwie so, ja. Vielleicht immer einen Ast bringen. So wie wir mit Hauke diese Riesentanne gemacht haben bei ja. Kommt. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, genau mein Haufen. Ich zieh die mit Kuhn raus und du machst einfach weiter. Die Äste bleiben alle liegen. Okay, die Beine gibt's noch ein bisschen ab. Vielleicht machst du einen und dann die Scheiße, ne?
Jetzt filmt sie. So, Tina, haben wir gerade beschlossen, fährt jetzt los zu der Hunde, weil das Holz um die Wurzel liegt und wir das ganze Beet fräsen müssen, weil er neu gepflanzt werden soll. Also dieser Baum wird durch eine neue schöne Tanne ersetzt. Muss das Holz erst weg, muss Tina fräsen. Opa hat hier schon mal gehakt. Wir müssen jetzt also nur noch einmal den Kleinscheiß dann entsorgen. Dann laufe ich noch einmal mit dem Booster rüber. Aber Tina fährt jetzt direkt los zu der Hunde. Die sind jetzt 2 Stunden alleine. Und ich nehme dann Opa mit im LKW zurück. Und Opa und ich machen den Kram hier noch einmal schick sauber. Und dann ist das. Dann kann Tina zu den Hunden. Dann müssen die nicht noch länger als nötig alleine sein. Aber nur Tina und ich hätten diesen Baum. Das wäre nicht gegangen. Da musste Opa schon mit. Ne? Und jetzt fährt dann Tina eben zu den Muckis und dann fräsen wir eben andermal. So ist das im Moment. Ne? Wir können einfach nicht. Wir haben niemanden für die Hunde und Opa kann natürlich, auch wenn er möchte, kann nicht so wie ein junger Spund und Tina kann auch nicht so. Und das nützt nichts. Ne? Wir hängen einfach hinterher im Moment. Das ist zum Kotzen. Aber gut, wie gesagt. 2 Stunden jetzt. Tina fährt zu den Hundis und wir machen den Rest hier und dann dicke halbe Stunde oder so, wenn Kuno und ich im Stach reinhauen, dann ist das hier auch erledigt und sauber und schön und fit. So, Opa hat hier gehakt. Ich puste jetzt noch eben die restlichen Späne hier vom Weg runter und so. Das ist Klinker, die kann man schlecht abfegen. Die sind auch immer sehr, sehr glatt. Opa häckselt den Rest, ne, eben so Hand für Hand da rein und dann schiebt er das mit der Aluschippe nach. Viele von euch haben ja schon mal ein paar Mal gesagt, warum Opa ohne Gehörschutz am Hacker steht. Also Opa hat so Inlays, so Hörgeräte, die im Ohr sind und die schalten bei übermäßigem Lärm, ich glaube, lass mich lügen, aber ab 92 oder 96 dB schalten die ab. Das sind so, wir hatten bei der Bundeswehr im Einsatz, das nannte sich Impulsgehörschutz. Das waren auch so Knöpfe, die wir im Ohr hatten. Da konntest du super mit hören. Die haben also Außengeräusche auch so ein bisschen verstärkt. So, ne, wenn du leise geflüstert hast, das haben die verstärkt. Da ist so eine kleine Batterie drin. Und wenn das dann eben einen Geschossknall gab oder irgendwie ein lautes Geräusch oder eine Detonation oder so, durch diesen Schalldruck, babs, machen die zu, schalten die ab und dann hörst du das nicht. Dann kriegst du kein Knalltrauma. Und Opa hat eben auch Hörgeräte, weil Opa kriegt die von der BG bezuschusst. Gut, seitdem er auf Rente ist nicht mehr, aber früher gab es die bezuschusst von der BG, weil er eine anerkannte Berufskrankheit hat. Ne? Also sein Hörschaden kommt von seinem Job und das hat die BG anerkannt und deswegen hat er die früher bezuschusst gekriegt und deswegen konnten wir eine Nummer besser nehmen und die machen eben zu. Und wenn er gar keine drinne hat, hört er auch tatsächlich gar nichts oder sehr, sehr wenig. Dann ist es auch egal, ob der Hacker läuft oder nicht. Also Opa ist tatsächlich sehr, sehr schwerhörig. Deswegen soll er ja auch nicht mehr unterm Baum rumlaufen und so, ne? Und deswegen macht es auch keinen Sinn, ihm Sena zu geben. Das muss er so laut drehen. Also wir haben das schon mal gemacht. Das funktioniert auch, aber da muss er das tatsächlich sehr, sehr laut drehen. Weil das Sena und also mit die Gehördinger übers Ohr und da die Hörgeräte drunter, das mag er nicht. Das kann er nicht gut. Und dann muss er die Hörgeräte rausnehmen und dann muss er die Senas halt sehr, sehr laut drehen. Also wie gesagt, das nur zur Erklärung, warum Opa, ne? Ich habe das auch schon ein paar Mal erklärt. Und es war tatsächlich sogar mal ein BG-Kontrolleur bei uns auf der Baustelle. Der ist zufällig vorbeigefahren, hat auch gesagt, so Mensch, ne, der kam sogar direkt mit Europax rausgelaufen. So, oh Mensch, der alte Mann da. Und da hat er ihm das gezeigt. Ne, guck mal, ich habe im Ohr, habe ich die Dinger und die machen zu. So, ich puste jetzt noch schnell, sonst Opa nämlich mit Hacken fertig, nur weil ich hier zu labern stehe. Und dann ist die Baustelle auch wieder sauber. Und wie gesagt, Tina ist schon bei den Hunden. Und es macht einfach keinen Spaß mehr. Ne? Es macht tatsächlich keinen Spaß mehr, ne? Weil wir haben echt Arbeit. Aber wir kommen langsam in echt in Schwulitäten mit den Kunden. Die werden echt alle ungeduldig, obwohl wir super Kunden haben. Ne? Also tatsächlich haben sogar sehr viele Verständnis dafür. Und viele sagen auch so, ja, wegen Corona und so ist vielleicht auch gerade ganz gut, wenn keiner kommt oder so. Aber die meisten Kunden wollen natürlich jetzt ihre Bäume weg haben. Und wir haben kein Personal. Ne? Wir kämpfen gerade echt gegen Windmühlen. Und wir haben uns ja extra noch diesen großen Auftrag vom Bauverein an Land gezogen. Die haben echt gute Preise von uns gekriegt, weil wir wussten, ey, okay, wenn wir das kriegen, dann haben wir 14 Tage, fast 3 Wochen Arbeit. Das ist super, das brauchen wir. Und das brauchen wir auch tatsächlich, aber wir müssen es eben auch fertig kriegen, ne? Weil die liegen uns natürlich auch in den Ohren. So, hier, pass mal auf, ne? Ihr habt gesagt, wir können das ableisten. Und jetzt dauert das alles ewig und 3 Tage.
auch, wie ihr gesehen habt, da verabschiede ich mich noch eben von der Kundin. Und dann ist das erledigt und dann muss Tina hier nur noch einmal fräsen, wenn das Holz weg ist. Wenigstens dazu aufbeigen will, dann kann man hier lauten. Außerdem vor uns mit Richtung, hey, Bild ja. Vorne hier Tegenrichtung. Ist Wilke das? Das ist erstmal hier. Nee, das ist ein Kloppenburger, ist aber auch kein SRT, sehe ich gerade. Das ist ein normaler Grand Jeep Cherokee. Ich dachte, wäre ein SRT. So, ach cool hier, da fährt noch wieder ein Vario. Ach, sie hat geblinkt und fährt trotzdem geradeaus weiter. Nein, ja, da kannst du nichts so verlauten. Nein, da kannst du nichts so verlauten. Die blinken drut und vorne liegt gut wieder. So. Er will mich reinlassen, da ist es lieb. Grüßt auch. Oh, zack. Wir sind wieder. Scheiße. Ne, wieso? Sie kann da ja ruhig staunen bleiben, was verzahlt hat. Dann können wir wegen so Platz. Wenn sie sich doch nur mitten ein paar Händen stellt, was leid für wär's. Oh, ist das moin mit dem Port, ne? Da kann ich mit Druck muss. Ich muss das nur noch mit den Ohren drücken, muss ich mich nur noch mal anders machen. Ja. Und wenn du noch ein zweites Backe tegen mag, da dick. Weil die nur anderen hängen und die kriegst immer so schlecht und Backe hoch. Aber anders ist dann Ohrigkeit, ihr sucht so was. Klack, klack, da hinein, Bro. Da werden sie gauern. Da werden sie, wie ist gauern, ja. Dann das moin, da werden sie ja gauern. Kina, sag mal so. So, Biertech ist da. Mitarbeiter vom Jahr. Anstehen sie. So, wie Jan das gesagt hat, habe ich den gerade mal eine gute Stunde nur über Motor laufen lassen. Ja. Da waren keine Veränderungen, also es hat keine Blasen, keine Luft geschlagen. Wir hatten wieder so weit aufgefüllt, dass man ein bisschen was sehen konnte. Ja, ja. Das denn oben raus oder weil er so schäumt? Hier. Läuft ja hier komplett dann runter. Und im Hackerbetrieb heute, ich habe dir auch noch ein Foto gemacht, hat er nämlich wieder geschäumt. Also. Ja, da ist der Rücklauf, da geht es wieder rein. Und wie gesagt, da saugt er an und das ist die Pumpe. Die eine von zweien. Er hat noch eine kleine Pumpe vorne. Die hast du jetzt ja gerade die ganze Zeit laufen gehabt. Genau, die lief nämlich die ganze Zeit, weil die läuft nämlich mit, wenn die Schut und alles läuft. Und diese Pumpe läuft erst, wenn du den Hacker einkuppelst. Ja. Das ist quasi die Hauptpumpe für die Hack-Unit, wenn er was tun muss. Und die andere Pumpe bedient nur die Schut und den Kran. Ja. Also normalerweise ist das Ding, darf gar nichts drin sein. Fett, dein Finger ist schwarz, ne? Ja. Und das ist Magnet. Tatsache, da sind überall Späne auf dem Magneten, ja. Deswegen, die Filter, den kannst du auseinandernehmen, ich bin aber im Leerlauf. Scheiße. Das ist doch nicht. Wo kommt das Metall dann? Also muss ja irgendwas schleifen dann in der Hydraulik selbst, ne? Irgendwas in der Optik, in der Pumpe. Meistens ist das, wenn du so Hydraulik, wenn du da wirklich Späne drin hast, dann kommt das irgendwo von der Pumpe her. Mhm. Ob das von der Pumpe kommt, von der Pumpe. Also Jan war auf der Baustelle am 31. Oktober. Und da lief hier, ich habe ein Foto davon, da lief die Suppe, wie die Suppe da oben raus lief. Verhältnismäßig klein. Das ist doch kein vernünftiges Öl. Nee, das ist doch total metallhaltig. Ja, das ist grau und da schwimmen ja auch überall die Späne drin. Also deswegen, das ist ja total metallhaltig. Nee, was frisst der? Also der frisst definitiv. Ja, der macht die, und die Plörre ist schwarz, ne? Das haben wir da, wie gesagt, noch gar nicht so lange her reingefüllt, ne? Und seitdem hat er ja kaum noch, also der läuft ja bei uns nichts. Den machen wir ja für 3-4 Stunden. Also bei der Grundstücksrodung hat er irgendwie 4 Stunden gelaufen, ne? Und das war diese riesen Rodung, ne? Aber wie gesagt, ja, und sonst läuft er bei uns ja höchstens mal irgendwie 20 Minuten oder so. So eine Tanne auch, die schiebst du ja in 10 Minuten durch, das ist ja nichts. Ne, deswegen hat er ja auch in 2 Jahren erst 250 Stunden runter, ne? Obwohl er jeden Tag bei uns läuft. Aber der ist ja immer irgendwie nur 20 Minuten, eine halbe Stunde im Einsatz. Wie gesagt, bei den großen Rodungen vielleicht mal 4-5 Stunden. Ne? Wir haben ja nichts gelaufen da. Hier sind überall Metallspäne drin. Da schwimmen überall Metallspäne drin und am Magneten ist auch alles voll Metall. Also irgendwas frisst der ja. Super. Der schält ja irgendwas. Irgendwas schält der. Und wer weiß, hier. Kann er irgendwie eine Welle in der Pumpe oder so? Kann die irgendwie. Ich weiß nicht, ist das eine Zahnradpumpe oder eine Drehkolbenpumpe? Keine Ahnung. Du
aber so richtig, richtig grobkörnig, ne? Ja, ja, das sieht schon aus, wie wenn ich am Kettenpfeilen bin oder so. So sieht das aus. Ein bisschen schmuddelig sind die, aber das Öl darf nicht so aussehen. Definitiv nicht.